can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe hier mal ein bisschen weiter gebastelt. Einerseits am Boden. Es wird natürlich gerade Nacht. Super. Dann zeige ich euch erstmal das Dach und wir gehen eine Runde schlafen. Also, ich habe ein bisschen weiter gemacht am Dach, noch nicht allzu viel. Weil, Problem, geht am Ende nicht auf. Es bleiben dann nur noch zwei übrig, wenn wir das so machen, dass wir nur alle drei Meter so einen Balken ziehen. Jetzt habe ich erst überlegt, machst du das Gebäude noch ein Stück länger? Aber eigentlich gar keinen Bock. Es passt ja dann auch mit der Symmetrie mit drüben wieder nicht und naja, also war eine doofe Idee, ist schnell wieder verfallen. Dann hatte ich die Idee, ich wollte ja eh hier vielleicht das Dach so ein bisschen freilassen und eine Terrasse reinbauen. Problem dabei, also ich dachte halt, machst du die Terrasse einfach ungerade, so dass es am Ende wieder aufgeht. Aber die soll ja auch mittig sein von den beiden Eingangsbereichen. Ist dann auch wieder doof, weil ich müsste um eins verlängern und dann geht es auch nicht auf, macht auch keinen Sinn. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ob wir vielleicht hier nach einem schon einen Balken machen, sodass es dann nach drüben auch wieder nach einer wird. Ja, weil jetzt sind es ja zwei, das heißt, wenn ich das um eins verschiebe, geht es am Ende auch auf eins auf. Dann haben wir halt die beiden Enden vom Gebäude halt einfach, ja, einen kürzeren Abstand von den Balken. Ich glaube, so wird es mir am besten gefallen. Ich habe außerdem, na obwohl, ich wollte erstmal schlafen gehen mit euch. Komm, wir legen uns alle mal zusammen ins Bett. Liebe Zuschauer, wir gehen mal eine Runde zusammen schlafen. Nee, aber da brauchen wir jetzt definitiv ein bisschen Licht für. Und vor allem brauchen wir auch Nahrungsmittel. Erstmal einen großen Dank an euch, dass ihr aktuell so fleißig abonniert. Freut mich wirklich sehr. Jeder Einzelne erfreut mich extrem. Ich wollte es euch eigentlich auf meinem Handy zeigen, aber Akku leer. Was willst du machen? Das sind immer die schlimmsten Tage, wenn du nachts vergisst, dein Handy zu laden. Und ich bin dann so ein Mensch, ich steck's dann an, aber irgendwie kann ich auch echt absolut nicht ohne Smartphone leben. Und dann ziehst du es wieder ab, wenn es gerade mal 10% geladen hat. Und naja, so geht das dann den ganzen Tag. Gefühlt 30 Mal angesteckt. Die Akkuqualität wahrscheinlich richtig runtergerockt dadurch. Und naja, wie es halt so ist. So, wir futtern uns jetzt mal fix was rein. Was haben wir noch Schönes? Wir haben kaum noch was. Das war Loximoxi. Ach komm, wir hauen uns jetzt einfach mal das rein. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Weil ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich mit euch machen möchte. Wenn ich fertig bin hier mit Zeigen. Wenn ich dann wieder so eine scheiß Lebensmittelkombi habe. Na gut, dann können wir uns die Moltebeeren reinhauen. Ach, nicht Moltebeeren, ihr wisst schon. Brechbeeren, Kotzbeeren. Kotzi-Motzi-Bären. Also, ich habe hier ein bisschen Fußboden weitergemacht. Und ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Es ist leider immer noch nicht so hell. Ich hoffe, man erkennt es trotzdem ein bisschen. Ja, also mir gefällt es an sich ganz gut. Aber ich überlege, dass wir das nicht über den ganzen Fußboden machen, sondern... Ist hier so ein Spalt drin? Ach so, weil die in der Mitte schon wieder kaputt sind, glaube ich. Ja, das war nicht die Taste fürs Reparieren. Die Taste gibt es nämlich gar nicht. Moment, Entschuldigung. Ja, das sieht so doof aus, weil es hier reingeregnet hat. Gut. Aber ein kleiner Spalt ist trotzdem egal. Also, ich überlege, dass wir den Fußboden ähnlich so lassen. Mit diesem Rand hier halt. Weil ich finde das geil, wenn du hier eine kleine Stufe hast und das nicht alles auf einer Ebene ist. Hat irgendwie mehr Charme. Aber ich überlege, ob wir diesen Rand noch ein Stück weiter machen. Weil der ist mir eigentlich noch zu schmal. Ich würde das Ganze natürlich dann noch hier drüben auf der Seite machen. Ich habe es jetzt gerade erstmal nur hier und hier gemacht. Aber irgendwie gefällt mir das. Und ich überlege früher oder später nochmal hier so auf die Länge das ebenso zu machen. Dass wir den Boden ein bisschen erhöhen. Weil ich möchte hier eh nicht einen Raum draus machen. Das teilen wir ein bisschen auf. Und vielleicht machen wir hier hinten so eine Fressecke oder sowas. Also mit Feuerstelle und Co. Und dann wäre es vielleicht auch cool, wenn ich den Boden hier auch so ein Stück höher mache. Ach geil, wie die Sonne hier reinscheint. Die Sonne hier reinscheint und auch der Schatten von den Balken. Sieht irgendwie cool aus. Ja, also, ich werde das wahrscheinlich ein bisschen breiter machen. Auf der Seite hier drüben auch noch. Ich habe hier ein bisschen überlegt mit der kleinen Stufe, aber ich glaube, dass mir das Dunkelholz besser gefällt. Deswegen werden wir das höchstwahrscheinlich auch so drin lassen.
als das hier. Ja, sieht man irgendwie besser. Cooler Nebeneffekt von der Geschichte ist auch, wenn wir den Rand hier so machen. Wir haben auch hier noch eine kleine Stufe drin und das gefällt mir optisch eigentlich ganz gut. Ja, und irgendwie sieht das auf jeden Fall geiler aus. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Dann machen wir das mit dem Dach noch so, dass ich hier nur ein so ein Ding mache. Dann muss ich natürlich die Balken nochmal wegreißen, aber was soll's. Ja, das gefällt mir auch ziemlich geil. Das Ding hier noch nicht so wirklich. Das hatte ich mal spaßenshalber dran gebaut. Aber ich muss sagen, irgendwie letzte Folge hatte ich es mir, wo wir es gebaut haben, dachte ich mir so, ah, irgendwie noch nicht so. Aber mittlerweile, weiß nicht, manchmal hat man das ja, wenn man dann einfach später nochmal drauf guckt, dass es auf einmal gefällt. Ich muss sagen, es gefällt. Mit den Balken hier an der Seite bin ich noch nicht ganz sicher. Da machen wir bestimmt noch was anderes. Aber ansonsten gefällt's. Jo. Schön, schön. Es nimmt langsam ein bisschen Form an. Ist natürlich noch viel Arbeit. Aber es geht voran. Jetzt lasst mich mal überlegen, was macht man am dümmsten in der Folge? Eigentlich können wir noch mal fix nach dem Flachs gucken. Weiß nicht, so viel Zeit ist glaube ich nicht vergangen, aber wir können trotzdem mal kurz nachschauen gehen. Ansonsten müssten wir halt auch dringend mal Materialien sammeln, weil Teer ist mittlerweile komplett leer. Ja, ich glaube, das machen wir die Folge. Wir gehen jetzt mal wieder in die Ebenen, gucken nach dem Flachs und werden uns da mal durch die nächste Teergrube durchschlagen. Ich muss es mir einfach gerade noch mal so ein bisschen angucken, weil das wird echt ein Riesengebäude. Und ich freue mich, wenn es mal noch mehr Gestalt annimmt. Nee, komplett leer nicht. Entschuldigung, 6 Teer haben wir noch. Ich wollte nicht lügen. Lasst uns mal noch fix hier das Eisen einsammeln. 13 Stück. Ach ja, da haben wir jetzt schon den Gürtel. Ich frage mich tatsächlich mittlerweile, wie zur Hölle konnte ich so lange ohne den Gürtel auskommen? Kann es mir wirklich nicht erklären. Hier haben wir noch ein bisschen Zinn. Wir haben aber auch noch normales Eisen. Komm, das hauen wir noch rein. Dann machen wir uns fix in die Ebenen. Holen da mal noch ein bisschen Teer, weil das brauchen wir definitiv in Zukunft. Ich hatte auch gesehen, wir können Geschenke mittlerweile bauen. Also einerseits hier den Rüstungsständer und die Geschenke. Das Update kam ja schon Mitte Dezember. Aber finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. So. Komm, Holz weg. Ach ja, es ist alles voll, es quillt alles über. Wir müssten eigentlich schon doppelt so großes Lagerhaus haben. Naja, wir wollten jetzt erstmal fix hier Eisen. Wie viel haben wir noch? 6 Stück bloß noch. Aber hier waren 22 in der Kiste, 13 hatte ich gerade einstecken, sind wir schon mal bei 35. Und 6 Stück, da haben wir 41. Ist natürlich auch keine Kohle mehr drin, warum auch? Ah, es ist sogar noch ein bisschen Eisen am Start. Und bam. So. Perfekto. Bin echt froh, dass das Obst und Gemüse und was man alles so Schönes anbauen kann, nicht irgendwann verdirbt. Oder wenn es das tun sollte, dann dauert es wirklich sehr, sehr lange. Dann haben wir natürlich, wie ich vermutet hatte, eine beschissene Lebensmittelkombi. Aber komm, wir müssen eh mal die Brechbeeren mal wieder benutzen. Wir haben die so lange nicht genommen. Jetzt haben wir natürlich den Schmutzshake raus. Ja. Das war doof. Aber ist halt so. Schlangeneintopf möchte ich nicht futtern. Würste haben wir nicht mehr. Marmelade haben wir nicht mehr. Sag mal, wo habe ich denn den Schmutzshake her? Hier hatte ich ihn. Und was haben wir noch? Rübeneintopf. Perfekt. Schmutzshake. Bisschen Rübe. Und dann hauen wir mal die zwei... Das war doch Wolfi, ne? Jo. Hauen wir die zwei Wolfi mal noch schnell ins Feuer. Dann sind wir zumindest erstmal gewappnet, um ein bisschen in den Ebenen klarzukommen. Wir haben notfalls noch einen gesunden Met. Knochenwanze ist auch am Start. Pfeile sind okay. Ja, sieht gut aus. Sind die schon fertig? Nö, noch nicht. Ich wollte eigentlich gerade mal kurz mit euch zum Spinnrad gucken. Wir hier noch Leinzwirn rumliegen haben. Yep. Perfekt, das müssen wir nämlich bald auch noch machen.
16 Stück haben wir. Lass uns nochmal ganz fix gucken. Die Lebensmittel brauchen ja eh eine Sekunde. Um zu wirken. Lasst uns mal ganz schnell gucken. Der Brustpanzer hat 20 Leinswirren gebraucht. Beinschiene auch. Helm nur 15. Ey, komm, wir machen uns den Helm. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und dann geht's ja doch voran. Ja. So wird das nichts. Gepolsterter Helm. 26 Rüstung. Sollte wieder genauso viel haben wie das Ding auf der 4. Perfekto. Und zack. Da haben wir ihn. Den möchte ich mir jetzt natürlich nochmal hier schön in der Sonne angucken mit euch. Ja. Ich meine, ist nur der Helm. Aber gerade so mit diesem Kettenvorhang oder was auch immer das genau sein soll. Sieht schon ein bisschen aggressiv aus. Der Bart guckt natürlich durch. Schön. Schön, schön, schön. Geil. Auch cool mit dem Rüstungsständer. Dann können wir halt wirklich in Zukunft auch unsere ganzen Rüstungen, also eigentlich hätte ich die ganz gerne alle in einen Raum so nebeneinander chronologisch aufgestaffelt. Wann wir welche freigeschalten haben, das ist dann immer so ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Kann man sich immer dran erfreuen, was man jeweils mit der jeweiligen Rüstung erlebt hat. Gut, 103 Leben, ja, ist jetzt nicht ideal, um Teer zu farmen. Das Ding brauchen wir noch. Und auf geht's. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier noch ein Teergebiet? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall geil. Ich meine, Eisen haben wir relativ viel gesammelt. Wird wahrscheinlich noch nicht komplett reichen, aber mit dem nächsten Flachs, was hier jetzt schon fertig ist, werden wir wahrscheinlich auch noch die zwei anderen Teile bauen können. Ja komm, das sammeln wir später ein. Ich wollte doch mit euch jetzt auf Teerjagd. Ach, ein Loxi, hallo. Ach, der wäre sogar so schön nah an unserer Basis, ne? Ich hoffe, der bleibt ein bisschen hier. Es wäre nämlich geil, wenn wir den zähmen können. Aua. 24, alter Schwede, ey. Warte mal, ich wollte die eigentlich nicht mehr mit Pfeil holen, ne? Ich wollte die eigentlich blocken und dann zuhauen. Ja, genau. Das war die Taktik. Perfekt. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wir waren ja... Sieht man das Teer auf der Karte? Nicht wirklich, ne? Nö. Was ist das hier vorne? Ist einfach bloß der Stein da drin. Okay. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten auf jeden Fall schon mal noch irgendwo eine Teergrube gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Da hinten. Das sieht gut aus. Perfekt, okay. Schön. Ja, dann sammeln wir ein bisschen Teer. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich eventuell ab und zu mal streame. Hä, wo ist er hin? Du düster Plop. Ich glaube, die haben ordentlich Schaden reingepfeffert, ne? Aber wir müssen da einfach ein bisschen taktisch... Machen die sich selber kaputt? Ist das so Suicide-Move? Uiuiuiuiuiui. Warum denn so... Alter! Oh Gott! Boah, ich bin so krass verlangsamt und vergiftet und alles Mögliche. Ich hatte mich nicht mehr gut daran erinnern können, dass die mich auch vergiften, die Schweine. Au, 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 au. Boah, die Verlangsamung kickt ja richtig mies rein. Zack. Ah. Der hat sich irgendwie wieder selber auf... Nee, das war der hier. Nein, jetzt hau doch nicht die ganze Zeit hier rein, Mensch. Komm schon. Bam. Ja, ist halt mies, ne? Das Blocken bringt glaube ich, auch nichts gegen das Geteertsein. Keine Ausdauer. Ne, bringt nichts. Aber ich glaube, es ist der letzte. Komm, hau noch einmal rein hier. Zack, jawohl.
Ja, also ich überlege aktuell, ob ich vielleicht ab und zu mal streame. Wahrscheinlich in Zukunft erst einmal die Woche. Weil zeitlich wird's halt nicht, wenn dann auch abends. Ich denke mal gegen 20 Uhr und vielleicht so 2-3 Stündchen abends. Und ich bin in dem Sinne am Überlegen, ob ich vielleicht so das Bauen und vielleicht auch Ressourcen sammeln und alles drum und dran, also die Sachen, die halt lange dauern, ein bisschen langweiliger sind. Also was, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich bin halt am Überlegen, ob ich das vielleicht im... Achso, das steckt im Teer fest. Ob ich das vielleicht im Stream mache. Weil ich sag mal so, bauen und dekorieren und sowas frisst halt immer sehr, sehr viel Zeit. Und wie gesagt, so im Let's Play selber finde ich es halt aktuell ein bisschen doof, dadurch, dass ich nur so alle 2 Tage eine Folge bringen kann. Wäre das dann halt immer doof, wenn wir da 3, 4, 5 Folgen hintereinander nur ein und dasselbe machen. Hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich denke mir, wenn ich vielleicht so einmal die Woche abends 2, 3 Stunden auf Twitch gehe und wir da entweder zusammen, würde mich natürlich freuen, oder auch ohne den einen oder anderen, wenn ihr nicht gucken wollt oder keine Zeit habt. Ja, ob wir da ein bisschen dekorieren und bauen. Ich überleg's mir noch, aber ich denke vielleicht, dass wir es so machen könnten. Weil jetzt generell normal weiter zocken im Stream würde ich nicht machen wollen, weil einerseits hat nicht jeder von euch Zeit, das ist ja ganz klar. Und ich will dann hier auch nicht im YouTube im Let's Play weitermachen und auf einmal sind 10 verschiedene Sachen passiert und die Hälfte von euch hat es nicht mitgekriegt. Also das passiert auf gar keinen Fall. Dann halt wirklich lieber so die Sachen, wo ich halt eh überlegt habe oder die ich halt auch jetzt schon teilweise außerhalb des Let's Plays gemacht habe. Und dafür halt jeden Abend einfach, nicht jeden Abend, einmal die Woche am Abend. Mal 2, 3 Stunden, weil ich sag mal so, wenn ich mir so 2 Stunden pro Woche Zeit nehme, um ein bisschen weiterzukommen mit Bauen und Dekorieren, dann sollte in den nächsten Wochen doch schon gut was passiert sein. Es fließt immer noch nicht genug ab hier. Tut mir leid, wenn ich manchmal den Faden verliere. Boah, das ist gar nicht so easy. Wenn du hier nebenbei noch was machen musst. Ja, wenn es natürlich soweit ist, gebe ich euch Bescheid, gar keine Frage. Und würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mit am Start seid. Aber ich denke, das ist so eine ganz gute Lösung. So, die Leute, die Zeit haben, können sich es dann trotzdem noch mit reinziehen. Und die natürlich auch Bock haben. Ich komme halt dann 2, 3 Stunden pro Woche halt dazu, ein bisschen zu bauen und zu dekorieren. Und das ist von der Zeit her auf jeden Fall in Ordnung. Ja, von daher finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Ich hoffe ja auch. Mal schauen, wie schnell ich es umsetzen kann. Muss mich auch erstmal mit der ganzen Thematik auch noch etwas, ja, in Kenntnis setzen, etwas informieren. Gehört ja dann doch ein bisschen was dazu. Wenn du dann live bist, halt generell so Overlays und Musik eventuell. Naja, und ihr wisst schon, den Chat und sowas alles mit reinkriegen ins Bild. Das ist ja auch nicht alles schon komplett voreingestellt und du drückst einfach nur auf jetzt los live, sondern da musst du dich ja auch ein bisschen kümmern. Gut, genug drüber philosophiert. Ich gebe euch, wie gesagt, Bescheid, wenn es soweit sein sollte. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es machen werde. Und dann denke ich, haben wir da doch eine coole Lösung gefunden. So kann der ein oder andere, der vielleicht wirklich traurig drüber ist, dass es keine Baufolgen wo es gibt oder Dekorationsfolgen und so weiter. Der kann doch trotzdem einschalten und sich's reinziehen. Beziehungsweise wird's ja dann, glaube ich, oder kannst es ja dann auch auf Twitch mit hochladen. Eventuell kann ich dann einfach, ich werde es auch nebenbei mit aufnehmen, irgendwie einen Zusammenschnitt mal draus machen und ab und zu so eine kleine Special-Folge bringen. Das war geil. 13 her. Bam. Nochmal. Wie sieht's denn aus? 52. Das steckt alles noch fest. Ja, und so sollte doch hoffentlich jeder ein bisschen glücklich sein. Gut. Wie sieht's denn aus? Die Folge ist schon wieder rum. Wieder extremst viel gequatscht und nichts geschafft.
Komm, jetzt fließt doch noch ab. Wir machen schnell die Teergrube hier noch leer. Ja, vielleicht auch so Ressourcen sammeln und sowas, ne? Weil gerade Kernholz zum Beispiel brauchen wir wirklich ganz, ganz dringend. Reicht das jetzt? Ja, sowas könnte man natürlich auch nebenbei machen, weil ich sag mal, das sind halt auch Tätigkeiten. Die brauchen Zeit und das macht sich im Stream auch einfach gediegen. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich hab halt auch Twitch oft laufen nebenbei beim Zocken, also wenn ich jetzt ohne Let's Play zocke. Und ich feiere da einfach so auch die Streams, die ein bisschen ruhiger sind, die man halt einfach so ein bisschen nebenbei mit einem Ohr zuhören kann. Und da sind gerade solche Tätigkeiten wie mal bauen oder dekorieren oder Ressourcen sammeln ja eigentlich genau das Richtige für. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich, da auch mal wieder was Neues auszuprobieren. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Irgendwie ein kleines bisschen fehlt noch. Aber egal, wir haben 54 Teer zusammen, das soll erstmal passen. Ich gehe hier später nochmal hin mit euch. Dann würde ich sagen, können wir nächste Folge definitiv hier das ganze Flachs und so noch machen. Abernten und verarbeiten. Eventuell auch mal den Loks hier züchten. Der ist so schön nah an unserer Basis dran. Eigentlich müssen wir das auf jeden Fall machen. Und das Ding hier können wir uns nämlich auch schon leisten. Ich überlege bloß noch, wo wir es hinstellen, aber das machen wir nächste Folge auch noch. Der Badezuber. Schön, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und morgen kommt dann 19 Uhr die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.